Ich würde in diesen Bus mit einsteigen. Ich weiß. Wirklich. Genau. Ich würde damit einsteigen. Wo kannst du mich besuchen? Warum kann ich dich dann besuchen? Fahr einfach. Fahr einfach du. Bitte. Weil sonst müssen wir absteigen, das Ding wieder ausmachen und so weiter und so fort. Ja. Ich bin einfach magisch, hast du gerade gesagt, ja? Mhm. Guck mal, sowas Nettes hat mir noch keiner gesagt. Du bist so magisch. Wahnsinn. So, was ist unser nächster Halt? Ach, guck mal. Nächster Halt. Fährt. Ich wollte mich in einer halben Stunde Derek zurückrufen. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß halt immer nicht, ob man nochmal anrufen soll, weil die Leute es vergessen haben oder ob man dann nervt. Ich weiß es immer nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich meine, es ist eine halbe Stunde her. Also zu zweit geht die doch gar nicht so stark. Also dafür, dass sie jetzt viel ist, 120. Dadurch, dass ich es gewohnt bin, dass mein Roller maximal 90 macht. Schon? Ja, hier fährt zusammen 120. Ja. Das ist ein großer Unterschied für mich, Gaby, wirklich. Ich bin sicher, du lernst das. Du bist so gut gefahren in den Bergen. Kriegst du das hier locker hin. Ah. So, also fahren wir jetzt Richtung Wiesel News oder Richtung Gewerbeamt. Weil. Können wir theoretisch tun, ja, einfach mal gucken. Du glaubst mir das vielleicht nicht? Ja, aber. Es geht schon wieder auf 10 Uhr zu. Ich weiß. Das ist echt schlimm, ne? Zeit verfliegt. Ich sag's ungern, sie verfliegt. Und der Tag ist wirklich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sag Dom, du hast mir einen wunderbaren Tag bereitet, ja. Du hast wieder eine Menge gelacht. Vielleicht auch ein bisschen fast geweint. Ja, aber vielleicht. Manchmal muss man mal, wie hast du das genannt, flunkern. Magst du einmal... Ja? Nee, tu's nicht. Nee. Alles gut. Ich hatte ganz kurz Angst, ich bin kurz vorgefahren. Ich weiß also sofort, kurz ins Bandbüro vorbeifahren. Ja, ich wollte kurz in die Gesichter gucken, aber ich lasse es lieber. Nee, hat mich auch gebeten, das nicht zu tun. Gewerbeamt oder? Ja, Gewerbeamt, weil die haben mich extra angerufen und haben gesagt, ja, sie haben immer noch keinen erreicht. Also bei Wiesel News können wir nichts erreichen gerade. Ich verfluche Takalaka. Takalaka. Vor allem ist der da. Der hat ja John angerufen vorhin. Bist du unbekannt? Das ist ja eine Frechheit. Ja, er ist da, aber halt nicht greifbar. Dein Mann hat seine Nummer. Ich habe heute mit ihm geredet. Ist das so? Er hat gesagt, er spricht ihn drauf an das nächste Mal. Hm. Ja, wahrscheinlich nicht heute. Er hat mich gefragt, wie es läuft. Ja, ja. Bestimmt warte nicht heute. Könnt ihr kurz einen kleinen Trick machen? Was denn für ein Trick? Naja, der steht auf der Gästeliste. Mit Nummern und so. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Oder ob... Er dann oh, Dom ist klug. Er hat die Nummer nicht auf die Gästeliste geschrieben. Ja, das ist die einzige Nummer, die da nicht steht. Das ist absolut richtig. Oh, oh, PD. Rechts vor links. Ja, aber PD. Gut, wir fahren ja mit dem unangemeldeten Fahrzeug. Ach, scheiße. Er macht nix. Ja. Was schon? Immerhin haben wir einen Helm auf. Ich glaube übrigens, sie sind nie hier. Sag's nur. Probieren's. Ich glaube auch nicht, weil es ja keine... Kein... Wie heißt es da? Kein Büro, glaube ich. Hallo! Auf die Grüße. Ah, guck mal, ich muss eh noch Überweisung machen, kurz für Connor, warte. Na klar. Jacuzzi bezahlen. Nett von dir. Der nicht mal mir gehört, ja. Richtig, ja, offensichtlich. John. Nee, das ist eigentlich meiner. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Auch eine Menge Leute hier. Ja, erledigt. Oh, warte, ich gebe einfach Dom gleich noch die Miete. 1, 2, 3 ist deine PIN? Ja. Ein bisschen leicht, oder findest du nicht? Nö, kann ich bemerken. Warte mal, ich muss Dom einmal kurz die Überweisung machen. Na klar. Ah, einmal Miete bezahlen. Der Mann hat ja kein Geld mehr. Ah. Uff. So. Überweisung. Und damit bin ich wieder arm. Und du bist arm? Es hat dich keiner gezwungen, 3 Motorräder zu kaufen. Ah, nee, das stimmt. Aber ich habe schon fast... Hä? Was hast du? Hast schon wieder genug Geld für die Miete. Ah, sehr gut. Schade.
Warte, ich rufe nochmal die Leitstelle an. Wow, so eine niedrige Zahl ist schon lange nicht mehr auf meinem Konto stehen. Ist das schon, ist nein, das Leitstelle ist tatsächlich auch nicht besetzt. Hier vorne ist... Hey, AJ. AJ hier. Der ist am Wasser sehr beschäftigt. Hat. Ich guck hier. Den kenne ich nicht. Einfach fragen. Die Adresse ist leer, ich war schon gucken. Ach, du warst schon gucken, okay. Ach klar. Habe ich so lange gebraucht zum Überweisen? Ja. Weiß auch, dass du mit Zahlen nicht so gut kannst. Wow. Muss ich kurz mal ein Klo? Oh. Okay. Nicht, ne? Hä? Gibt's ein Klo? Ich muss dir mal kurz. Ich hab keine Ahnung, ich bin ja nicht so. Ich geh mal kurz hoch. Ich würde hier hinten probieren, ist dann aus. So. Bin kurz auf Klo. So, dann bringen wir jetzt mal die Pino nach Hause. Da muss ich gleich mal die kurze Pause nutzen, wenn KP weg ist und Dom noch eine kleine Zeit hat, um Wäsche aufzuhängen. Das wäre wichtig. Jetzt habe ich morgen nichts zum Anziehen. Ich weiß ja nicht, wer das ist, sonst würde ich ihn ja mit Namen ansprechen. Es wird sowieso zu knapp heute, komm. Ich bring dich nach Hause und dann versuchen wir es übermorgen nochmal. Ich hab noch eine Viertelstunde. Nee, das wird ja aber nichts, ist ja keiner da. Das stimmt. Ja, ich finde. Und selbst wenn, dann müssen wir jetzt noch irgendwie Rudolf hier hinkriegen. Verstehe das schon. Ja. Wobei das Mann. Einfacher ist, als vom Gewehrraum die Band zu erreichen. Nope. Warum ist wirklich schwierig. Komm, es ist jetzt eine Dreiviertelstunde her, ich rufe Derek nochmal an, ja.
Was dagegen? Alles gut? Ach Gott, ich hoffe, ich nerv nicht. Scheiß auf Nerven. Verliert gleich die Nerven. Ich melde mich, Harry, es gibt nur ein paar Minuten. Alles gut. Oh Gott. Er ist tatsächlich immer noch nicht fertig mit dem, was er getan hat. Er hat gesagt, gib mir ein paar Minuten. Und ich dachte, ich habe dir eine Dreiviertelstunde gegeben, okay. Ein paar Minuten. Ja. Ja. Leute, oh, halt schon, wer kommt da? Wer kommt da? Ja, wer kommt da? Weiß ich nicht. Aus wie ein verdammter Zuhälter, wenn du mich fragst. Achso, ich meine die anderen zwei. Was ist das für ein Puffdädelmantel? Na, ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das denkt. Gut, dann bin ich nicht der Einzige, der denkt, du siehst aus wie ein Zuhälter. Du kannst doch nicht aus so einem Mantel aussteigen. Ich glaube, das ist Grimes. Wieso nicht? Wo hast du deine ganzen Frauen versteckt, die für dich arbeiten? Eine steht da oben. Halt, oh. Und das ist die Wahrheit. Oh, stopp, auseinander. Grimes, renn! Halt die Kamera drauf, das gibt richtig Kohle. Oh. Ach, so. Ach, guck mal, die Lache habe ich schon lange nicht mehr gehört. Diese komische Robbenlache. Was? Das ist wie eine Robbe. Was? Klar. Das hat noch keiner gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine Robbe. Oh. Pass mal auf, kleine Giraffe. Nur weil ich einmal in meinem Leben eine Halskrause tragen musste, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich nicht so einen Pylon gekriegt habe, weißt du? Dass ich mich nicht kratze oder so. Ja, genau. Ja. Wie so eine Katze, hä? Nee, genau. Oder halt so ein Hund. The Cone of Shame. Cone of Shame nennt man das. Mhm. Oh. Komm, verfolgt die Polizei. Hinterher da. Wir fahren mit einem nicht zugelassenen Motorrad. Aber ist okay. Ist halt nicht so. Ich häng die eh ab. Nein, keine C12, komm. Wir müssen tatsächlich, glaube ich, links. Gut. Ich hatte eine Menge Punkte auf der Liste für heute. Das, was ich erledigen wollte, hat nicht geklappt. Ja, doch, klar. Motorräder abholen und Motorräder tunen lassen und Geschenk abgeben hat funktioniert, oder nicht? Tatsache, das hat funktioniert. Ja, siehst du. Eigentlich habe ich gedacht, wir machen mal eine schöne kleine Tauchtour. Fahren dann mit dem Motorrad, lasse ich dich mal noch ein bisschen durch die Berge rasen. Und dann hatte ich vielleicht gedacht, wir unterschreiben noch einen Arbeitsvertrag. Ja, klingt insgesamt nach einem sehr guten Plan, tatsächlich. Du kriegst auf jeden Fall ein 1+ für die Planung. Toll, super. So ist das. Als Robbe. Hat mir wirklich noch keiner gesagt. Das ist schlimm. So, und du sagst jetzt, der Bart muss weg, ja? Nein, muss er nicht. Behalt bitte deinen Schnauzer. Bitte behalt deinen Schnauzer. Ja, ich behalte meinen Schnauzer auch. Gut. Mag deinen Schnauzer. Hast mich ja letztes Mal anders daraus gehört. Fühlt sich komisch an. Kannst du gar nicht gehört haben, warst bewusstlos. Hast du danach gesagt? Ach, scheiße. Ich wirklich, oder? Du hast das schon mal in Time gesagt? Was? Dafür hattest du Luft? Rech. Ja, Robbe. Was hast du denn gedacht? Ich war mir nicht sicher. Weil da liegt eine Jacke auf dem Boden. Richtig. Und du warst auf dem Weg ins Bett, deshalb war ich kurz verunsichert.
kann auch in dein Bett gehen, wenn du möchtest. Das ist auch okay, warte. Das machen wir nicht. Aber diesmal zieh ich die Schuhe aus. Nicht wie beim letzten Mal. Oh Gott, erinnere mich bitte daran, dass ich da meine scheiß Schuhe wieder mitnehme. Oh, guck mal, Derek, oder? Hey, Derek! Hey, was kann ich für dich tun? Alles gut, ich wollte dich nerven übrigens, tut mir leid. Und zwar ist es ja so, du bist immer noch unser Ansprechpartner. Ja. Wenn Tanaka irgendwann mal Zeit hat, ja, ist es so, ja, dass wir nicht angestellt werden können von Rudolf, weil wir mal so beim MD und beim PD waren. Da gibt es so Probleme. Das kann nur Tanaka lösen wohl. Und Julius. Und das versuchen wir seit 2 Tagen. Das Problem ist, dass Tanaka jetzt längere Zeit nicht da war und wir gerade ein riesiges Ding haben. Ach du Heiliger. Ja, auch mit deiner besseren Hälfte. Ja, der eine weiß ich, worum es geht. Ja, toll, ja. Kannst du mich morgen nochmal anrufen? Ja, ich muss jetzt gleich ein Protokoll schreiben und dann regeln wir das alles ganz entspannt und ich werde ihn so hart in den Arsch treten, dass das morgen über die Bühne läuft, ja? Danke dir. Bitteschön, ciao. Ciao. Morgen. Also übermorgen. Gleichst Ende der Woche. Ja, das Problem ist, er hat tatsächlich erklärt, dass Tanaka jetzt lange nicht da war und die jetzt das Problem mit Dynasty haben und da einen Arsch voll Arbeit. Er muss jetzt noch ein Protokoll über dieses Gespräch und so weiter und... Ah, das ist klar. Hm. Ja. Das Dynasty-Ding könnte ja noch mehr Arbeit werden. Gut. Komm mal kurz mit in meinen Kleiderschrank. Das liegt falsch. Lass mich einsperren. Ich hab nicht mal eine Tür vor meinem Kleiderschrank. Ich hab noch ein paar Anzüge, deshalb ist die Frage. Achso. Ganz von mir aus gerne den grünen anziehen. Mit dem verbinde ich was. Eine Hochzeitsbekleidung. Wäre unangenehm, richtig, oder? Richtig. Den, ja. Den siehst du. Er steht dir auf jeden Fall sehr gut, aber bitte mach nicht die Diva. Nicht vor Allison, bitte. Nicht vor Allison. Nicht vor Allison. Eine Diva. Ach so, nicht vor Allison. Keine Diva. Das ist classy. Classy. Sassy, meinst du wohl? Hä? Oh, mit dem braunen dazu? Ja. Doch. Da muss man morgen noch eine Hose dazu haben. Ich habe eine braune Hose, aber die passt. Ah, nee, das Oberteil geht leider nicht. Aber ich finde das passende Oberteil auch noch. Das Oberteil hier ist nämlich bauchfrei. Ja, ist es. Da fehlt eine Bauchbinde für, hm? Ich finde eine. Das ist kein Problem. Aber die Hose geht gar nicht. Nee, die geht wirklich gar nicht. Das ist wirklich so eine Kurschallerhose. Hose. Ich hab das schon im Kopf. Ja, sie sieht ein bisschen ocker, aber ja. Muss ich mal gucken, ob ich dazu noch eine Hose finde. Und was hast du sonst noch für Anzüge? Hau raus. So was hier. Von der Farbe zumindest einigermaßen. Hab natürlich auch noch hier sowas. Weiß. Oh, das würde natürlich auch gehen, weiß-braun. Weiß aber nicht, ob weiß vielleicht an dem Tag der falsche Anzug ist. Stimmt, Dom wird, glaube ich, auch weiß tragen, ja. Das ist recht. Also ich bin da nicht instruiert. Glaub aber es könnte sein. Ich habe gar nicht so viele Sakkos, wie ich mir gedacht hätte. Alle hingetan. Ach, guck mal. Den habe ich auch noch. Ja, bitte trag das. Dann kann Navi das Kleid tragen. Oh mein Gott. Ich sag Navi, sie soll das Kleid tragen dazu. Warum habe ich mir eine Hose gekauft? Ich Idiot. Was? Lass mich kurz die Schuhe ausziehen. Okay. Oh, Moment. So, pass auf. Warum habe ich mir nur Hose gekauft? Lass mir kurz die Schuhe aussehen. Ja? Weißt du, was perfekt zu diesem Oberteil passt? Nee. Du wärst überrascht. Das ist farblich wirklich fast. Ja, ja, komm. Hä? Hm, jetzt, wo du sagst. Für den Strand ist das doch wie gemacht. Für den Strand ist das super, ja. Nein, es ist dein Tag. Ich möchte mich da nicht in den Vordergrund drängen. Ja, du wärst auf jeden Fall ein Hingucker. Gucker, klar. Ich glaube, ich habe tatsächlich keine passende Hose. Das ziehe ich auf keinen Fall nochmal an, dann töte ich mich. Auch nicht, wenn ich bitte, bitte sage, ja? Bitte sagt, komme ich auch nackt. Ja, siehst du? Also ziehst du es ja doch vielleicht nochmal irgendwann an. Ja, irgendwann, aber nicht morgen. Okay. Ich, Siggi, hab dich vermisst. Kann man da zumindest einig sein. Okay, na gut. Ich hab das Gefühl, wenn du das an Nami, das Kleidchen und so, gefühlt. Also ich glaube tatsächlich, dass das hier eine ganz gute Möglichkeit ist. Aber leider ist das weiß und weiß waren wir uns ja einig, dass Dom wahrscheinlich weiß trägt. Das ist schlecht morgen, ja. Schwarzes, vielleicht eine schwarze Weste dazu. Ja, dann gehst du auf eine Beerdigung, wenn du schwarz trägst. Was ist denn jetzt? Ich kann ja auch ein farbiges Hemd anziehen, wenn du möchtest. Achso, ja, das geht. Freundliche Farbe, was habe ich denn an freundlichen Farben? Du kannst sonst einfach ein weißes Hemd und dafür aber eine bunte Krawatte. Bunte Krawatte. Ja. Geht auch. Weißt du denn, was Nami anzieht?
Ich habe keine Ahnung, was Nami anzieht. Ich würde sie jetzt anrufen und fragen, aber es ist, glaube ich, gerade ungünstig. Ja, ich denke, da sind wir uns einig. Ja, so sehe ich auch. Wenn du nicht das, du solltest morgen nicht das Kreuz tragen, weil Dom wird das Kreuz tragen. Ja, ich werde morgen auf keinen Fall das Kreuz tragen. Das weiß ich. So viel ich hab noch eine Kette. Dann kannst du auch die Krawatte. Nee. Toll. Toll. Wirklich. Die haben wir auch zusammen gekauft. Ist das so, ja? Ja. Mhm. Die Rocksteady. Mhm. Weißt du, was das Beste ist? Wir verdienen gerade Geld. Das ist richtig. So, was habe ich denn hier? Ich habe auch keins mehr. Ich brauche das Geld. Könnt ihr nicht mal anbieten, um dir was dazu zu verdienen bei mir? Das klingt auch wieder falsch. Ja, ich könnte es dir nicht mal anbieten. Gottes Willen, das sieht aus, als wäre das so eine Luft aufgeblasene Krawatte. Die das ist aber gemein. Ja, wirklich, das sieht doch wirklich so aus wie so ein Luftballon oder so. What the fuck? Hab ich aufgeblasen. Ja, wie aufgeblasen halt. Besser. Ja, viel besser. Aber halt nicht bunt. Ja, jetzt siehst du wirklich auf eine Beerdigung, mein Gott. Auch. Oh. Also steht dir sehr gut, keine Frage. Edel. Ja, ja, natürlich. Aber zu dunkel. Eine Strandhochzeit. Ja. Ja, Bella. Besser. Ja, besser. Die Schuhe lockern das Ganze auch noch auf. Ja, ja, besser. Ach, vielleicht an der Hose nochmal. Nee, Hose finde ich eigentlich ganz gut. Aber eine andere Kraft. Also, ich sehe mit. Wow, okay. Nee, das ist wieder zu viel weiß. Denk dran. Ja, deshalb habe ich das. Ja, war unmöglich. Ja. Also, ich würde. Nein. Bitte nicht. Vielleicht die Ich nehme gleich die Badehose. Nee, das fasst jetzt nicht mehr zusammen. Das ist jetzt eine ganz wilde Kombi. Warum? Das ist die Farbe der Krawatte. Ja. Ich merke schon, du bist nicht überzeugt. Einfach die schwarze Hose, Mann. Das war doch gut. Ja, ich dachte, es wird zu dunkel. Würde mir wenn wir was haben, was zufriedenstellend ist, hefte ich mir das so ab. Hefte ich mir das so ab? Ich schreibe mir einen Zettel oder hänge das alles über einen Kleiderhaken. Mhm. Oh, guck mal. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, blau ist immer gut. Ich glaub. Moment. So wie ich Nami kenne, könnte sie theoretisch auch blau tragen morgen. Hatte auch mal ein blaues Sakko. Aber ich glaube, das habe ich verschenkt. Oh. Aber das kriege ich bestimmt hin. Entweder das oder ich fühle das Grüne halt wirklich, ne? Das steht dir echt gut. Ja? Ja, das steht dir wirklich gut. Dazu die schwarze Hose. Fertig. Was hatte ich denn das letzte Mal für eine Hose dazu an? Ich glaube, eine grüne. Ja, das Grüne, das war aber ist keine Faltenhose. Also eine Cargo, die ich da anhatte. Aber die schwarze Hose dazu, dann ist es nicht so übertrieben viel, weißt du? Hast du eine schwarze Krawatte? Mal gucken. Welche ist für eine schwarze Krawatte, glaube ich, schwer? Ich kann dir eine Fliege anbieten. KP! Ja! Natürlich. Genau so, wie es jetzt ist. Ich habe das Gefühl, ich hatte das schon mal an mit einer anderen Hose. Ich auch. Aber genauso fühle ich einfach. Es steht dir extremst gut. Hm. Ja. Wer hat von euch beiden den Ring? Oh, scheiße. Stimmt, ich muss dir doch den Ring geben. Du hast vollkommen recht. Danke. Scheiße, ich muss dir Doms Ring geben, ne? Nee, ja. Doch, Dom muss dir den Ring geben, aber, damit du ihn genau, dem Morgen zusteckst. Genau, aber du musst mir den jetzt, müsstest mir den geben. Also, ich brauche noch Doms Ring. Von wem ich den bekomme, ist es ihm egal. Doms Ring. Ja, kriegst du den morgen irgendwie vorher hoffentlich zugesteckt. Wir werfen einfach in den Briefschlitz oder sowas, ja? Ja. Nachher ist er weg, das wäre echt ungünstig. Nein, er gibt dir den morgen irgendwann. Er wird ja wohl hoffentlich morgen frei haben. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich auch nicht. Mhm. Weil wir erst 19.30 Uhr treffen und 19 Uhr macht deines Tier auf. Ich habe Befürchtungen. Oh, es regnet. Freund, hast auch Löcher im Dach, dass man das hört? Nee, das ist tatsächlich. Habe ich das Fenster offen? So, gut. Hast du es dir jetzt abgespeichert? Ja, ich habe es mir gemerkt. Über einen Haken hängt, ja. Oh, hier siehst du das. Das ist noch ein freier Kleiderhaken. Ja, sehr gut. Genau. Sieht gut aus. Gefällt mir. So.
Uff, ich schlafe an so große. Aber ich dachte, wenn ich jetzt hier auch Orange. In der Tiger-Shorts komme, dann wäre es wirklich, das wäre ein bisschen zu wild noch. Noch? Die letzten. Hast du gerade noch gesagt? Wir verstehen uns schon super, aber es gibt noch Grenzen, die gewahrt werden. Ist das so? Ja. Okay. Sicher. Gut. So, was geht dir jetzt noch durch den Kopf? Ja, ich warte drauf, dass Dom mir sagt, ob er jetzt noch einen Job hat oder nicht. Also das, was mir durch den Kopf geht. Da habe ich am Mittag mit ihm unterhalten und er meinte, er ist schon kein Dummer, er kriegt das schon hin. Und er meinte, genau. Und wenn nicht, findet er auch was anderes. Das ist so eine typische Dom-Antwort. Genau. Ich habe gesagt, er könnte ja bei Tyanats anfangen. Mhm, genau. Die wäre für gar keine schlechte Idee. Mhm. Er hat gesagt, Staatsanwalt wird auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Habe ich gesagt, das ist auch eine gute Idee. Das ist auch so eine Frechheit, dass Allison ihn schon gefragt hat. Ja, da habe ich ihm gesagt, er könnte Richter werden, weil die haben eh nichts zu tun. Da sagt er, hat er Allison wohl gefragt, sagt sie nee. Genau, Allison hat tatsächlich nein gesagt, ja. Aber ich habe gesagt, Tyanats wäre was für ihn. Also er kennt sich mit Autos ja ganz gut aus. Ich habe ihm nur gesagt, er soll vielleicht seinen eigenen schlechten Geschmack da rauslassen. Wow, hast du nicht wirklich gesagt? Klar, ich habe gesagt, die Autos, die aussucht, sind klasse, aber wie er sie macht... KP, das ist ganz schlecht. Ja, ich habe mir schon gesagt, dass Nami die tun. Ja, genau, Tune, Nami, gesagt, Tune, die komplett. Ich ja nicht weiter sagen. Das ist Nami, nicht er. Oh Gott. Ja, mein Gott. Oh Gott, hat gelacht. Katie. Wirklich? Wir haben uns am Mittag gut verstanden. Ja, weil ich nicht dabei war. Wirklich. Wort für Wort hat er sowas gesagt wie, ich weiß, wir haben vielleicht nicht den besten Draht zueinander. Ja. Aber er möchte, dass du heute einen schönen Tag hast. Er hat mich gebeten, mich mit dir heute zu beschäftigen. Ja, hast du irgendwie gemacht, ja. Wir haben wieder eine Menge zusammen gelacht. Wir haben eine Menge zusammen erlebt. Mhm. Es war, finde ich, wieder eine gute Berg- und Talfahrt, eine schöne Mischung. Ja, schöne Achterbahnfahrt der Gefühle. Epi, Respekt, du hast mich, ich glaube, das erste Mal tatsächlich von der Dummheit bewahrt. Ja, ich hätte mir safe das Elfenkostüm angezogen, wäre in diesen Scheißbus eingestiegen. Zu 100%, wenn du nicht da gewesen wärst. Hätte ich das gemacht. Vielleicht wärst du dann morgen nicht verheiratet worden, sondern vielleicht hättest du im Knast und mit Orange, so Orange und hinter Gittern. Ich meine, das ist dann schwer zu kombinieren. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Orange zu deiner Haarfarbe passt, wenn ich das so offen sagen darf. Nee, ich glaube nicht. Oh, vielleicht ist es eine Überraschung, aber ich habe jetzt leider nichts da, was ich dir mal anhalten könnte. Soll ich es mal probieren? Nee, jetzt auch nicht. Ich glaube, das verkraftet mein Herz jetzt vor dem Schlafengehen wieder nicht mehr. Dann halte ich mich von dem Bus fern, ja. Ich möchte mir nicht morgen eine wütende SMS von Dom lesen, der mich fragt, wo du bist und warum du nicht im Bett liegst. Weil das könnte ich mir dann auch an der Stelle nicht verzeihen. Nochmal. Ja, wahrscheinlich würde er erstmal denken, dass ich hier liege. Das wäre nicht so schlimm. Also, dann wüsste er, wo du bist. Du bist in Sicherheit. Da gibt es schlimmere Sachen. Mit den O'Neills in dem Bus. Ich bin sicher, wenn ich ihm diese zwei Optionen offen halte, dann würde er sagen, dann ist KPs Bett besser. Ich bin sicher. Ah, ich weiß nicht so genau, Kippi. Ich weiß nicht so genau. Bitte? Wie bitte? Entschuldigung. Was ist denn das für eine Frage? Entschuldigung. Tust du so, als wäre ich übergriffig? Nein, bist du tatsächlich nicht. Nein, bin ich auch nicht. Nee, bist du nicht. Wirklich nicht. Auf das mit so einem ironischen Unterton zu sagen. Nein, das mache ich tatsächlich voll ernst. Ich weiß, es klingt dir nur nicht so. Entschuldigung. Ja, ich habe echt. Leute denken, ich meine alles ironisch. Ist aber gar nicht so. Ich meine viele Sachen sehr ernst. Leg mich mal kurz schon mal hin. Musst mich rausschmeißen, ne? Nee, so mache ich nicht. Ja doch, du musst mich rausschmeißen, wenn es Zeit für dich ist. Du hast einen Schlüssel. Weißt du, kennst den Weg. Ja, eben. Achso, du pennst dann einfach irgendwann ein, meinst du? Du würdest lachen, das passiert ab und zu. Ne? Soll ich den Kopf kraulen? Bitte nicht. Gut. Ich will mich nicht an Sachen gewöhnen, die ich nicht hab. Weiß nicht mal, wie ich mich jetzt hinlegen soll. Keine Ahnung. Hä? Soll ich den Rücken kraulen? Nee. Gut. Eigentlich mit John und Claire los. Was stimmt mit denen nicht? Wieso, was meinst du? Die Kratzspuren? Ja, John wollte angeben, wie viel Sex sie haben. Warum kratzt sie ihm dann den Rücken auf?
Was? Oh Gott, KP. Du hast nicht so viel Frauenerfahrung, oder? Oder? Vielleicht ist das irrelevant. Ich weiß immer noch nicht, was das mit dem anderen zu tun hat. Was lachst du denn schon wieder so? Wenn Frau relativ lange Fingernägel, ne, muss nicht mal lang sein, ne? Und in Ekstase gerät. Das ist für mich eher so ein Ding, als wenn die flüchten wollte und du dir den Weg versperrst. Nein, nein. Nee, verstehe ich nicht. Ja, ist okay. Ich erklär's dir nicht. Erklär dir irgendwann mal deine Sexpartnerin. Ich frag Dom irgendwann mal, wie sein Rücken aussieht. Ja, frag ihn mal. Würde ihm ja schreiben, aber ich weiß, wie der Abend heute läuft und dann würde ich wieder irgendwo reintappen. Nee. Einfach nee. Dann hat Dom nicht ein Tattoo auf dem Rücken? Er hat mehrere Tattoos auf dem Rücken. Und auf den beiden Armen und auf der Brust. Künstlich, wenn man da rumkratzt. Muss er nachstechen lassen. Du kratzt ja nicht so dolle, dass da irgendwelche Narben entstehen, mein Gott. Tut mir leid, das ist mir wieder zu hoch. Ist okay, Kepi. Ist ja irgendwie süß. Oh mein. Wo du sagst. Wirklich mit zu viel Anlauf auf das Bett gesprungen, dass du ohnmächtig warst? Ja, das oder? Ist kein Scherz. Ja. Der sein können, ne? Nein, er war sich umziehen nebenan im Kleiderschrank. Und ich springe auf das Bett und es geht nur Knall. Und ich liege da und sage nur Aua, Aua. Und er ruft von der anderen Seite, soll ich einen Krankenwagen rufen? Ich dachte nur nicht, dass ich auch falsch interpretiert habe. Nein, das hast du nicht falsch interpretiert. Das ist genau so gewesen. Ach. Da meinte ich lieber nicht, das kannst du nicht erklären. Ah, ich habe da Erlebnisse schon gehört. Man kann da sehr viel erklären. Nee. Aus. Liegt auf meiner Seite. Ist das so, ja? Ich liege immer rechts. Vor allem liege ich gar nicht, aber ist okay. Ah, also, da war jetzt nicht mehr viel zum Liegen. Kann mich auch hinlegen. Das ist ein Schritt zu viel. Nein, leg dich nicht hin. Gut, dann lege ich mich nicht hin. Wirklich. Man muss Grenzen wahren. Oh. Was soll denn das jetzt schon wieder? Messi. Bist du ins Gesicht? Nein. Ich find's irgendwie komisch, wenn ich dich nicht angucke, oder? Das ist nicht komisch. Hab ich Dom auch gesagt. Aber? Meinte er, einfach einen Punkt suchen und da hingucken, das ist egal. Hä? Wann habt ihr denn darüber gesprochen? Es ging nicht darum, ob du mich anguckst, es ging darum, dass man Leuten nicht immer ins Gesicht gucken muss. Ich habe gesagt, ich finde das unrespektvoll, wenn man Leuten nicht ins Gesicht guckt beim Sprechen. Und er meinte, das ist egal, muss man nicht zwingend. Naja, der Mann hat auch immer eine Sonnenbrille auf. Es ist egal, wo der hinguckt, das sieht eh keiner. Immer eine Sonnenbrille auf? Der hat immer eine Sonnenbrille auf. So eine Runde, oder? Mhm. So eine, wie du hast. Hab die nicht nachgekauft. Ich weiß. Aber es ist genau die gleiche. Bist du aufgeregt? Tatsächlich nicht, nee. Eigentlich bin ich aufgeregter, was jetzt denn endlich Sache ist. Das interessiert mich viel mehr. Warten wir mal auf morgen Abend, ob du dann aufgeregt bist. Na, mal gucken. Blau-rot noch aktuell, weiß-rot noch aktuell. Blau-rot, was weiß, wie was weiß-rot? Weiß-rot? Blumentechnisch. Achso, ja. Hast du was gemerkt? Ich hab das schon wieder ganz vergessen. Au. Hätte ja wirklich deutlich unterschätzt. Du hast halt viel im Kopf in letzter Zeit. Ich hätte das verstanden. Ja, seit gestern geht's wieder einigermaßen. Ach, seitdem wir gesprochen haben, ja? Ja, ich konnte dann erstmal nochmal alles loslassen. Ich habe praktisch meinen Notizblock wieder geleert und habe dann alles weitergegeben. Sehr gut. Melden macht frei quasi. Bisschen wie so eine Therapeutin gefühlt. Ja, gerne. Mir übrigens leid. Was? Ja, das hier mit deinem Stalker. Tja, echt doof gelaufen gestern. Aber wie wir festgestellt haben, ich ziehe das wohl an. Ich habe mich ja ganz schön angeschrien eben. Das kannte ich nicht von dir. Nee, das war, glaube ich, tatsächlich das erste Mal. Ja, leid, dass ich dich
bringe. Gefühlstechnisch auf eine ganz neue Ebene gebracht jetzt, KP. Was, Ekstase? Ne, ja, also quasi schon, ja. Mensch, bin ich ja froh, dass ich jetzt nicht einen aufgekratzten Rücken habe. Oh Gott. Hä? Das gehört nochmal auch dazu, oder? Ich meine, das hätte ich schon mal gehört. Oh Gott. So weit sind wir schon miteinander. Klasse. Klasse. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich schlafen. Ja, ich glaube auch. Jetzt ist wirklich Zeit. Weißt du, was mir jetzt so im Nachhinein einfällt? Nee, was denn? Wir sind mit dem Motorrad da. Mhm. Und es regnet. Mhm. Wo ist dein fahrbarer Untersatz so? Ich hoffe, mein fahrbarer Untersatz ruft mich gleich an. Möchtest du so lange in meinem Wohnzimmer oder Bett rumlümmeln? Ja, vielleicht. Vielleicht gucke ich dir einfach beim Schlafen zu. Stalker. Die Geschichte dreht sich an einem gewissen Punkt einfach. Beängstigend. Siehst du mal, wie das ist? Noch mal in dem Fakt, dass du Männer verschwinden lässt. Das erzählen wir einfach nicht weiter, ja? Mhm. Warum hast du Angst, dass er morgen Nein sagt, wenn er das weiß? Nee, das weiß er schon. Also, dann können wir das auch weiter erzählen. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass irgendwann mal nochmal so ein SD vor meiner Tür steht und fragt, wo der fucking Deputy geblieben ist, Mann. Ist er nicht. Ungünstig. Ach nee, ist ein Doha-Fall. Na, von daher. Na, der ist schon eingestellt. Na dann. Apropos, ich hab noch was. Warte, ich kann's. Du wolltest schlafen? Ja, ich geh noch kurz was holen. Oh. Oh, guck mal, das ist mein fahrbarer Untersatz. Hey, Dom. Hey. Na? Das 4,5 Stunden Gespräch ist vorbei. Oh Gott, ich dachte, es fängt das 21 Uhr an. Nee, wir haben um 19:30 schon angefangen. Oh Gott. Ja? Ich bin immer noch Chef. Okay. Das hat gut. Aber riesengroße Haken. Okay. Willst du mir das lieber persönlich erzählen? Was machst du gerade? Ich bring tatsächlich gerade KP ins Bett. Jetzt schon? Ja, der geht immer 22 Uhr ins Bett. Ach, stimmt, der Weihre. Wenn du willst. Geh dich mal kurz um. Ja, gerne. Bis gleich. Ich bin noch an der Firma. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Klingt nicht so gut. Teilzeit. Also noch hat er den Job, sagen wir so. Mhm. Ich hätte eigentlich was zustecken, aber ich glaube, die Stimmung ist dafür jetzt nicht da. Doch, jetzt gib. Gut, es wird schon. Es wird schon. Mal. Ich war noch nicht fertig. Achso, Entschuldigung. Oh Gott. Steck dir das einfach in die Potasche, ja? Ja. Du hast dein Schwundleib wirklich mitgenommen? Ja. Oh mein Gott, warum? Druckmittel. Der Mann ist gefährlich. Druckmittel, ja. Wem teuer zurückverkaufen? Entweder er bezahlt uns für Harriet. Ja. Gott, du gehst aber ran. Gott, das war... Oh Gott. Ja, du bist ja auf einmal mit dem Kopf ganz gefährlich gewesen. Ach Gott. Wirklich, das ist eine ganz Leo schlechte Schlaf, Wortwahl. Ich habe extra eine Hose ein. Normal schlafe ich nackt. Okay, jetzt bin ich raus. Was, siehst du? Ich hab eine Hose an und eine Unterhose. Nicht so wie du, nichts drunter. Ich habe auch eine Hose an. Nichts drunter. Ich hab dir vorhin gesagt, das ist ein Scherz. Na klar. Meinst du, die Geschichten sind gelogen? Nee, bitte, ich fange jetzt nicht an, meine Hose auszuziehen. Wirklich. Jetzt wird es wirklich seltsam. Du wolltest schlafen, Gaby. Das stimmt, das werde ich jetzt auch. Ja, aber? Aber? Ja. Als ob. Das ist jetzt der Zeitpunkt, in dem ich auch schlafen gehe. Jetzt wunderschön träumen. Und wünsche dir. Für Selbstbeträge wird sich aufgezogen, Gaby. Du hast wirklich was drunter. Ja, gelogen. Ich hab was drunter. Du sagst, du lügst mich nicht an. Ich bin in gewisser Weise enttäuscht. Enttäuscht, okay. Du bist enttäuscht, dass ich was anhabe. Hervorragend. Gute Nacht, Gaby. Ich gehe jetzt. Schlaf gut. Kommt sich Tom hier holen? Ja, der holt mich gleich. Sonst hätte ich dir die Schlüssel fürs Motorrad geliehen. Nein. Schlaf gut. Schlaf gut. Zieh dir die Hose besser an. Nicht, dass dir geht wie mir. Das wäre wirklich unangenehm. Sehr gut.
Denk an deine Schuhe. Ja, danke, Papa. Ach Gott, ey. Gott. Daddy. Schlaf gut. Du auch. Ah, die Schuhe. Scheiße, er hat's noch gesagt. Ah. Die Schuhe vergessen. Gut. Ah, du bist immer noch da. Mensch, schlaf doch mal. Ich dich auch. Wenn ich beinahe die scheiß Schuhe vergessen, Mann. Was hatte ich? Fragen? Ah. Oh, aber ja. Na, ich bin gespannt, was die einen Busen ein Dingsies, Bumsies sind. Oh. Ist aber sehr nass direkt. Hilfe. Regenschirm. Danke. Guck mal kurz, wie morgen das Wetter in L.A. wird. Ich habe gehört, es ist immer tagesaktuelles Wetter. Hier in dem Wetter Los Angeles. Aktuell sind 16 Grad da. Und es regnet gar nicht. Frech. Los Angeles regnet es gar nicht. Das ist ja wirklich frech. Uff, morgen regnet's. Na toll. Na gut. What's poppin', man? Oh Mann. Das war wieder ein Tag. Die Idee war sehr schön, KP, ja. Umsetzung mangelhaft. Ja, wenn es in L.A. schneit, dann wird es auch hier schneien. Ich weiß nicht, wie oft schneit es denn wirklich in L.A.? Keine Ahnung. Habe ich mich nie mit befasst. Das ist so ein Thema. Wetter in L.A.? Das habe ich im Studium nicht gelernt, muss ich zugeben. Schade eigentlich, dass du da warst. Ich wäre safe in diesen Scheißbus eingestiegen, ne? Safe. Konnte ja keiner mit rechnen, ja. Wie lange braucht dieser Mann? Vom Büro gesehen. Das war mir klar, aber nicht, wenn ich ins Bett muss. Richtig. Darauf habe ich ein bisschen geachtet, tatsächlich. Weil du wärst fucking nochmal mit eingestiegen. Ja. Ich habe da durchaus ein Auge drauf, keine Sorge. Warum lässt mich wirklich lange im Regen stehen? Gib's ja zu. Ist ein bisschen unangenehm. Was ich übrigens schon immer mal wissen wollte. Was ist das? Ah! Steh.
Carsten fährt nach Hause. Apropos, Carsten fährt nach Hause. Wenn ich Santas Bus unterwegs mit meinen Helfen. Hey, Carsten. Oh. Hey, Carsten. Hey. Na, noch wach? Das ist ja erstaunlich. Ja, bin aber praktisch auf dem Weg ins Bett. Ach so, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Ja, geht gut. Ja? Ist doch super. Ja, alles soweit in Ordnung. Das ist doch schön, wunderbar. Ja. Ja. Dann und du? Ja, ein bisschen gekränkelt heute, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt aufstehe. Ja, wusste gar nicht, ob ich überhaupt ein Bett schaffe. Ja. Ah, naja. Naja. Weiß gar nicht, was du warst eingeladen, oder? Zum Junggesellenabschied? Von wem? Von KP. KP hat Junggesellenabschied? Nein, meiner, aber eingeladen von KP. Nein. Ah, okay. Da muss ich ja eh nochmal nachhaken. Ja. Ja. Wann soll denn der sein? Ja, rein theoretisch heute, aber wie gesagt, ich wusste es nicht genau. Und deswegen verschieben wir den einfach. Okay, ja, nee, ich war nicht eingeladen. Naja. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Na dann. Ich will dich gar nicht aufhalten. Wollte nur mal wissen, wie es dir geht. Ja, bis dahin. Jo, ciao, Carsten. Bin halt. Ah, hallo. Bei meinem Glück hätte ich wissen können, dass das Winters ist. Wirklich. Echt. Der Mann braucht manchmal wirklich lange. Ich hoffe, meine Aussage, ich bringe KP ins Bett, hat klar gemacht, wo genau ich gerade bin. Bin verwirrt. Ah, doch, da kommt er. Nicht. Ich laufe jetzt. Weck mich. Gut, dass das überhaupt nicht scheiße aussieht, wie man mit diesem Regenschirm läuft, ne? Richtig steif. Ich meine die linke Hand an. Mein Gott. Ich glaube, es war nicht klar. Doch, es war klar. Nee, nee, Dex. Nee, nee, er hat das schon verstanden. Hat er nicht nur gesagt, er ist noch in der Firma? Es klang so, als müsste er gerade noch kurz was machen und kommt dann. XD. Wir sind alle verteidigen. Was ist mit euch jetzt hier? Haben wir einen neuen Dom-Fanclub oder was? Was ist mit euch? Team Dom. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Team KP gibt. Das ist schon mal klar. Dom hat immer... Ja, sag mal, was ist denn hier los? Boah. Dom hat immer recht. Na klar. Schade, dann erleben wir heute Dom ja doch nicht betrunken. Mist. Hätte ich lustig gefunden. Hab den Mann noch nie betrunken erlebt. Sollte man, das sind Dinge, die man machen sollte, bevor man heiratet, oder? Den anderen jeweils mal betrunken erleben. Kochen alle noch ein Haus. Ja, alles klar. Schön. Team KP für besten Freund statt John wahrscheinlich, ne? Ah ja, ich sehe schon. Naja, also KP hat immerhin den Trauzeugenstatus jetzt, ne? Lass er nicht irgendjemanden Trauzeuge sein. Der fährt gleich ganz anders und ruft mich an und fragt, wo ich bin. Und ich sage, ich bin am Büro. Das wird so gut.
Es wird einfach so gut. Auf dem Weg treffe ich jetzt noch den Bus und die zwingen mich in den Bus. Ich sag's euch. Also, es wäre nicht Harriet, wenn dieser Bus nicht gleich vorbeifahren würde, wirklich. KP ist ein mehr bester Freund als John. Das ist zu 100% richtig, Deckscreen. Zu 100%. Also sage ich, nicht Harriet. Wir haben aber tatsächlich mit John schon mehr Scheiße durchgemacht als mit KP. Mit KP machen wir meistens lustige Sachen. Scheiße, meistens mit John. Er wird vor allem gleich einfach an uns vorbeifahren, weil er uns mit diesem Mantel, den wir noch nie anhatten, und diesem Regenschirm einfach nicht erkennen wird. Vor allem nicht, wenn er wieder mit 200 durch die Stadt fährt. So ein Ding. Und ihr könnt jetzt nicht sagen, dass es nicht so ist. Es wird genauso passieren. Man kann auch zwei beste Freunde haben. Ja, das Wort bester Freund ist halt auch einfach schwierig, ne? KP ist uns ein sehr, sehr guter Freund. Er gibt sich sehr viel Mühe. Im Gegensatz zu John. John gibt sich keine Mühe. Laufen wir überhaupt richtig? Wo ist fucking Dynasty? Oh, so weiter. Mega. John hat sich verändert, alle sagen das. Nein, ich glaube tatsächlich, dass sich John gar nicht so sehr verändert hat. Die Leute lernen jetzt mal den wahren John kennen. Das ist das Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Ohne dass irgendwas passiert. Erstaunlich. Keiner, zu dem wir einfach ins Auto steigen können, weil er fragt, ob er uns mitnehmen kann. Kein Unfall. Kein Bus. Bin ein bisschen enttäuscht. Das müssen wir überlegen. Er würde, glaube ich, hier von da kommen, ne? Links so. Mir würde eher einfallen, I walk an empty road. Street. Scheiße. I walk an empty street on a boulevard of broken dreams. When the city sleeps. Ah, ne, er würde hier lang fahren, deswegen. Wissen eigentlich. Ja, Fragen? The Mighty Bush. Oh Gott. Ja. Okay, aber jetzt wird's schwierig. Mit wo fährt Dom lang? Ab jetzt wird's wirklich schwierig. Viele Wege führen nach Rom. Scheiße. Ich glaube, meistens kommt er von da. Weiß nicht mehr. Kommt drauf an, wo das Auto steht, wahrscheinlich.
Ah, komm, wir gehen alle. Ich wette, er wartet jetzt einfach vor dem Haus von KP und wartet, dass wir rauskommen. Ja? Deswegen ruft er uns nicht an, weil er denkt, wir machen da noch irgendwas. Gespräche, tiefsinnige Gedanken austauschen. Den Morgenplan. Irgendwie sowas. Mir steht da jetzt der Knack gleich bei mir die Tür. Wahrscheinlich. Ah, guck mal, das ist jemand im Auto. Ist ja toll. Das ist ja ein Ding. Wenn das jetzt Dimitri gewesen wäre, hätte ich mich erschossen. Selber. Wirklich. Hätte mich einfach selber erschossen. Echt. Ich dachte eigentlich, wirklich, das Ding mit Dimitri ist durch, ne? Wir sehen ihn halt einfach zufällig und ich muss das halt so ausspielen mit Harriet. Dass sie da natürlich immer noch ein bisschen Schiss hat. Schütze deinen Charakter und so. Aber ich dachte, das Ding ist durch. Jetzt mit John bin ich mir nicht mehr sicher. Werde ich nicht. Sollte vielleicht erst ins DOJ gucken. Wir sind eigentlich immer am DOJ und nicht bei sich auf der Arbeit. Dip, dip, de, 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 dip, dip, de, de. Hätte ein bisschen Bounce hören können, ha? Hätte gedacht, dass wir doch so lange laufen. Ich ruf die 442, ich ruf die 442. Reagan und Partner sind deine Kanzlei. So, Autos? Nope. Da stehen aber Leute vor. Ah, da steht er. Da sehe ich ihn doch, den Weißschopf. Ah, genau gesehen. Das ist eine von den zwei Hemden, das er besitzt, hat er an. Und ein Weißschopf. Kann nur Dom sein. Jetzt wird er sich gleich dafür entschuldigen, dass wir im Regen hierher laufen mussten. Und dann ist auch alles wieder gut. Pass auf. Tom? Achso. Hey. Hallo. Hi. Hey. Was? Wir haben Termin im Baker. Wir müssen los. Ja, die wollen, dass ich mir die Karten legen lasse. Ja, wir werden uns alle die Karten legen lassen. Wir können dir auch die Karten legen lassen. Was? Ja, wir lassen uns das Karten legen. Ich fahr bei Drago mit, ihr fahrt zusammen. Muss meine Strider umparken. Was? Hey. Hi. Ich sag jetzt nicht, dass ich bei KP gewartet habe und dann irgendwann dachte, okay, dann laufe ich halt. Hä? Wieso hast du gewartet? Okay, Missverständnis. Also, was? Ja, wir fahren jetzt anscheinend ins Baker und lassen uns die Karten legen. Okay. Ey! Was? Halt, stopp! Es regnet nicht. Okay, ich pack den Regenschirm mit. Ich bin eh pitchnass, ist okay. Der Regenschirm ist löchrig. Außerdem ist ein Kuss im Regen immer was Romantisches. Ja. Oder ist auch noch bei Nacht? Na komm.